Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, wir haben uns was Schniekes gegönnt, was richtig Geiles gegönnt. Und zwar eine Corvette C7 Stingray Z06. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auf die Straßen und wir haben ein Ziel. Denn wir sollen zu unserem ersten Schaurennen. Oh, es ist geil und es fängt an zu regnen. Es ist weniger geil, aber ist egal. Wir fahren zu unserem Aston Show-Rennen. Oh, das Ding ist einfach so geil. Ich finde, Corvette ist einfach so ein geiles Ding. Und das Ding ist halt einfach auch... Das Ding hat Grip ohne Ende. Z06 ist nicht wie früher, ja, wo man gesagt hat, oh, die Amis, ja, Schleuderkisten. Seit der C7 Corvette ist das Image schon lang vorbei und auch die Camaros sind so krass, was Fahrwerkstechnik angeht. Und ja, die Corvette muss man nicht drüber reden, das Ding ist einfach ein Killer. Ja. Natürlich kann man queren, wenn man will, wie man gerade gesehen hat, aber das Ding ist einfach nur ein geiles Teil. So. Aber da durch, ey! Du mit deinem Benz, ja? Mal ein bisschen Respekt hier. So. Erstmal der Drift-Test, ja, da muss sein. Geht auf jeden Fall. Ja. Genau, er messt Licht ein bisschen aus. Ja, ja. Er blinkt, der hat gerade geblinkt und dann biegt er nicht ab. So ein Penner. Das geht nicht. Das geht nicht. So. Ja, das Sound könnte ein bisschen krasser noch sein, muss ich schon sagen. Da finde ich ein bisschen. Bisschen. Und ein bisschen mehr Brummen noch, ne? Aber sonst cool, ne? Sonst cool. Ah, diese vier Endrohre, so geiles Ding. Ja, und dann haben wir unser Ziel gleich schon erreicht. Da bin ich ja mal gespannt, ne? So, Veranstaltung beitreten. Ja, wunderbar. Dudum, 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 dudum. Große Verfrachtung. Oh yeah! Wir bleiben, haben guten Magengeschmack, merke ich gerade. Mal richtig gewählt. Oha! Das ist ein Güterzug. Brillant, nicht wahr? Eine kleine Warnung jedoch vorweg. Der Kurs führt auch über die Schienen. Du solltest möglichst vor dem Zug dort durch sein. Was? Okay. Dafür fahren wir eine Z28. Gerade noch rechtzeitig. Auch geil. Bist du bereit? Oh ja, der Sound gefällt mir besser. Jo, wie schnell er beschleunigt, der Zug, meine ich natürlich. Alter, wie es vibriert. Okay, wir dürfen drüber springen, das ist cool. Jui. I like. Sollen wir nicht wirklich auf die Schienen gleich fahren müssen? Aber geile, geile Idee hier mit dem Zug so. Also, wir hatten ja schon mal so ein Zug-Event-Schaurennen bei Horizon 2, aber das ist jetzt hier so ein bisschen geiler gemacht. Ein bisschen actionreicher. Na, gucken wir mal. Ja, das Auto liegt so krank geil. Oh je, jetzt geht's in Schotter. Das ist natürlich so eine Sache. Nee, ist klar. Alles klar.
Machen wir. Alles klar. Fahren wir einfach mal so da drüber hindurch. Ruhe. So, komm, komm, komm. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen ranhalten. Wir fahren auch richtig ins Outback jetzt so langsam. Das ist auch geil. Komm, 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 komm. So, komm, 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 komm. Wo ist denn der Zug? Opa. Egal, wir geben einfach Stoff. Vorne ist er. Gib Gas! Ja, das mit den Aufzündschienen fahren ist aber jetzt nicht passiert. Passiert es jetzt? Nee. Oh, gib Gas, ey. Oh, das wird knapp. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Crash ist scheiße. Du bist ein schrecklicher Zugführer. Du bist zu früh. Das stimmt. Ja, vor allem in Deutschland wäre das schrecklich. Da muss man schon so spät kommen. Yeah. Yeah. Oha, Festival-Erweiterung bereit. Ja, sehr geil. 200.000 brauchen wir fürs nächste. Das ist nicht wenig, ne? Würde ich mal sagen. Hallo, Boss. All diese Leute sind gekommen, um dich zu sehen. Wir müssen das Gelände erweitern, um sie alle unterzukriegen. Ja, das heißt, auf Stufe 3 oder was? Hier? Hier oder da? Da ist neu und da ist neu. Welches jetzt von beiden? Ist egal, dürfen wir auswählen oder was? Ja, dann machen wir jetzt einfach das da, ist jetzt egal. Ich meine, Upgrade verfügbar steht da? Ja, gut, okay. Wir könnten einen neuen Radiosender für das Horizon Festival verpflichten. Auf welche Musik hättest du denn Lust? Ja, mir wurde gesagt, ich soll unbedingt Timeless nehmen, weil der Moderator scheinbar richtig cool ist. Dann würde ich sagen, dann machen wir das doch auch mal. Boss. Das musst du dir einfach anhören. Ich habe einen regionalen Klassiksender namens Timeless FM aufgespürt. Die sind wirklich auf unsere Sponsorengelder angewiesen und nun ja, hier und da stockt bei denen auch mal was. Ich bezweifle außerdem, dass deren Moderator je schneller als 60 gefahren ist. Hör mal rein. Okay, ja, und dann hören wir noch auf jeden Fall Hospital Records. Muss einfach wieder dabei sein. Hospital Records Radio. Drum and Bass rund um die Uhr. Das Komm ist geil. Sofort. Ich mach das klar. Gut, Groove Music. Das ist natürlich auch geil. So, da haben wir Ihre Lieblingsmusik in Forza Horizon 3. Testen Sie Groove Music 14 Tage lang gratis, ohne Verpflichtung, keine Kreditkarte, mehr Musik, als Sie sich vorstellen können. Das Angebot unterliegt dem Dienstleistungsvertrag von Microsoft. Über den Groove Music Sender können Sie mit dem Groove Music Pass Millionen von Songs direkt in das Spiel oder auf OneDrive Ihre eigene Musik streamen. Mit der Testversion können Sie von beinahe überall auf Groove Music zugreifen. Wir. Blablabla. Gratis-Version Ding. Nee, das mache ich jetzt mal nicht. Also tatsächlich kostet es doch Geld, so wie es aussieht. Oder meinen sie, man kann das Groove testen nur so als Werbung, man kann es aber trotzdem über Musik, über OneDrive machen. Müssen wir ausprobieren, werde ich ausprobieren. Jetzt aber nicht. Jetzt sind wir noch mitten in der Folge. Ich lehne erstmal ab. So, laden, da ist natürlich jetzt nichts. Hallo, Boss. Ich habe einen neuen Kandidaten für deine Aufstellung entdeckt. Was? Achso, neuen Kandidaten? Wo ist denn der? Ist aber nix. Ach, da hinten. Oh Gott. Nee, da runterfahre ich jetzt aber nicht. Oder doch? Mal da runterfahren, neuen Kandidaten holen. Komm, wir holen neuen Kandidaten. Machen wir die Route da runter. Ja, Groove Music haben wir jetzt noch nicht. Okay. Und dann machen wir Ludwig von Beethoven. Hören wir mal ein bisschen. Du. Not wieder. Komm vorbei und hol ihn ab, wenn du Zeit hast. Okay. Jo, alles klar. Huh.
so geil, hier durchzuballern. Das Outback finde ich schon nice. Aber da werden wir ja noch, die richtigen Events werden wir da ja noch bekommen. Wo geht's denn lang? Hä? Ich bin verwirrt. Ja, dass ich verwirrt bin, sieht man auch. Komm, erstmal das Schild hier ab. Sorry. Auch im Dreck herrscht Linksverkehr. Ich will den Moderator hören. Nicht die Musik, eigentlich jetzt gerade egal. Aber kann man schön entspannt fahren, muss ich sagen. Lalalala. Ja, es ist entspannt, ne? Würde ich sagen. Ach, schon. Hier. Lene 121. What? Also von Freundesliste habe ich den, er, sie nicht. Aber okay. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Oh yeah, eine Viper. Das ist natürlich ein geiles Duell jetzt. Dodge Viper SRD 10. ACR. Trifft auf Z06. Hier Dom Thompson im Studio. Der Zug von Surface Paradise nach Cuba Pedy fährt nun wieder, meine Damen und Herren. Und es freut mich sehr, dass unsere internationalen Gäste vom Horizon Festival sich so für die regionale Industrie und Geschichte interessieren. Aber wenn Sie die Strecke dieses Wochenende fahren möchten, dann schließen Sie sich bitte einfach der Führung an, anstatt in einem Auto über den Zug zu springen. Sally, wie wäre es mit etwas Musik? Okay, also die Stimme erinnert mich so ein bisschen an die deutsche Synchronisationsstimme von Liam Neeson. Neeson. Also der halt zum Beispiel Qui-Gon Jinn bei Star Wars spielt, ne, den Schauspieler. Und der heißt tatsächlich Dom Thompson. Dom Thompson, ja. Okay, geil. So. Du stehst vor einer Wahl. Du kannst nur 4 Fahrer gleichzeitig in der Aufstellung haben. Wenn du diesen Fahrer unter Vertrag nehmen willst, musst du erst einen anderen feuern. Okay, also der ist auf jeden Fall krass gut, weil Stufe 21, Memphis 30, okay, das ist krass. Haupttaucher noch gar nicht gespielt und deswegen würde ich sagen, ja, dann nehmen wir den, der halt am schlechtesten ist. Weg, tschüss. Gefeuert, tschüss. Tut mir leid. Ja, ich bin knallhart, ja. It's Business. Business. Okay, unterschrieben. Ich rede dann mal unter 4 Augen mit dem Fahrer, den du gefeuert hast. Okay, das ist aber nett, dann muss ich das ja nicht tun. So, ja, dann würde ich sagen, da fahren wir mal, davor ist noch ein Schild. Und dann fahren wir nach, ist die Route eigentlich schon zurück? Also, die habe ich ja dahin gelegt, das war ja falsch. Ich möchte natürlich zurück zum Festival fahren. Und dann möchte ich hier das hier mitnehmen, genau. Das machen wir schnell. Mal das auch mal hier ein bisschen angeguckt haben. So. Todele. Was ist denn das jetzt, Alter? Viel besser wird's wohl heute kaum werden. Joa.
Sieht nett aus. Definitiv. Ja, ist schon geil. Stufenaufstieg. Oh, guck mal, was wir da gewinnen können. Das ist natürlich geil. Bitte. Jo, okay, ein Evo 9 ist auch gut. Ja? Nehmen wir auch mit. Ja? So, dann fahren wir zurück. Route habe ich richtig jetzt gewählt, ne? Ja, habe ich richtig gewählt. Gut, alles klar. So, also das hören wir uns jetzt noch an und dann noch einmal den Moderator hören und dann wechseln wir mal den Sender, habe ich da keine Sorge. Hey, ich bin hier der Z06 mal, ja. Auto ist einfach so Bombe, das liegt wie ein Brett. Ups. Der Sound vom Fahrzeug dürfte noch ein bisschen lauter sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen schade, muss ich sagen. Z06 hat ja schon ein geiler Brummer eigentlich, ne? Oh, da vorne können wir auch nochmal so ein Dingens hier machen. Silver Sand ist Schiffswracks. Ah? Das ist Silver Sand Beach. Der Name ist Zufall, oder? Ich würde den Sand nicht betreten wollen, weil ich Angst hätte, ihn dreckig zu machen. Ja, gut, da stehen aber so schrottige Schiffswracks mit drin. Also dreckig, muss ich mal sagen. Fahren wir mal weiter jetzt hier. Ui. Upsala. Das Schild. Ah, da. Natürlich in meinem Haus, ne? So, parken wir. Ich würde sagen, die Tempozone probieren wir doch jetzt auch mal auf 3 Sterne hinzukriegen, oder? Dann nehmen wir ein bisschen Schwung hier. Weil von der anderen Seite ist es, glaube ich, besser. Problem ist, bei diesen Klassikstücken, die sind immer übelst lange. Ja? Gibt es eigentlich kein kurzes Stück. Gut, probieren wir es jetzt aber trotzdem mal, die Tempozone zu erreichen, zu schaffen, wie auch immer. Von der Seite. Das hat, glaube ich, nicht gereicht, oder? Nee, hat nicht. Was braucht man da dafür? 5 km/h haben gefehlt, das ist ja lächerlich. Das müssen wir auch nochmal machen. Wo ist denn das EP-Schild? Hier. Nächsten Garage. Sachte, sachte. Wenn du dich mitten in der Blitzerzone verfährst, können wir deine Geschwindigkeit nicht messen. Sorry, Boss. Was? Ja, das ist ja egal jetzt hier. Fahren jetzt erstmal da lang.
Weil wir wollen ja noch das Festivalgelände erweitern, ne? Das war ja unser Ziel. Ja, den Blitzer haben wir da auch noch nicht auf 3, aber da müssen wir 300 weiß ich was fahren. Das wird schwierig mit dem Fahrzeug hier. So, erweitern. Machen wir. Wir erweitern. Nochmal, auf Stufe 3. Ja. Das muss ja jetzt hier ein dicke, böse Festivalgelände werden, oder? Ich habe gerade mit dem Typen von der Pyrotechnik telefoniert. Er meinte, dass unsere Pläne vielleicht minimal zu ausschweifend wären. Was? Ich habe mich nicht getraut, ihm von der nächsten Stufe zu erzählen. Was? Da gibt es nochmal eine vierte? Okay. Nice. Ja, das ist cool, aber finde ich, dass man so die Gelände ausbaut und so weiter. Ja, wir setzen das Ganze fort. Oh, wir kriegen natürlich wieder etwas im Angebot. Gut, hätte ich das gewusst, ja, dann hätte ich mir natürlich den im Angebot gekauft. Danke dafür. Oh Mann. Ja, was können wir denn da nehmen? Was haben wir denn noch hier? Wir haben einmal den, der ist auch geil, der Cadillac CSTV Sedan, finde ich auch geil. Aber der Camaro Supersport ist halt auch geil. Ja? Und natürlich Challenger SRT Hellcat ist natürlich auch geil. Und na, das ist auch geil. Ah, das ist schwierig. Aber ich würde sagen, wir nehmen schon was, dass sich der Rabatt auch lohnt, muss ich sagen. Und ich glaube, bei dem würde es sich am meisten lohnen, tatsächlich, weil es das teuerste Fahrzeug ist. Aber Viper will ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube tatsächlich, ich nehme mal den Cadillac. Einfach weil, ne? So. Farben sind egal. Doch, ich nehme den in dem Rot, oder? Ne, sieht gar nicht so geil aus. Ne, nehmen wir den Schwarz. Ist okay. Nehmen wir, kaufen wir. Nehmen wir mit, ne? So. Oh, das geht ewig. Mach doch ein bisschen schneller. Oh, es ist furchtbar. Ich hoffe echt, dass das besser wird in ein paar Tagen, Wochen, Monate, Jahre. Ja, danke. Nette Teil, ja, nette Teil. Aber ich würde eigentlich ganz gerne auf meinen Z06 wieder wechseln, aber wir können auch trotzdem kurz mal in den Motor reinhören. Das können wir gerne mal tun. So, ja, machen wir mal hier an. Ja, kann man machen. Ja, hat was. Aber wir wechseln natürlich wieder auf unser Corvette zurück. Selbstverständlich. Den können wir auch noch abholen. Genau, das machen wir gleich mal hier. Da ist er, der FX Ute. Der Beginn zweier australischer Traditionen. Eine Ladefläche auf Muscle Cars zu bauen und Wörter abzukürzen, die man gar nicht abzukürzen bräuchte. Okay. Naja, gut. Wem es gefällt, ja. Gehört halt natürlich zur australischen Ding dazu hier. So, ja, ich möchte ganz gern hier. Denn meine Autos, Fuhrpark. Ah, da, hier, meine Autos, ganz dick und fett. So, dann nehmen wir den mal wieder. Einsteigen. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal noch ein Rennen, ne? Wollen wir da auch mal ein bisschen Progress machen. Dieses gesamte Gelände ist ein einziger Spielplatz. Worauf wartest du noch? Okay, also langsam kriegen wir echt ein bisschen arg viel Sachen, die wir machen können. What? Nochmal und nochmal. Okay. Also mit, so umso größer halt dieses Ding wird, umso mehr Sachen schalten wir halt frei. Das können wir uns halt schon mal merken. Ja, wie ist es jetzt hier? Da können wir jetzt noch nicht. Werkstattautos sind verfügbar. Okay, da können wir noch nicht erweitern. Das heißt, wir kriegen halt immer mal, jetzt darf man wieder mal erweitern und wir suchen dann halt aus, wo sozusagen. Okay, aber wir bleiben jetzt erstmal hier gerade in Surfers, Dingens, Kirchens. Route festlegen. Achso. Ja, dann, nehmen wir mal das da, das ist noch ein altes, aber ist ja egal, das machen wir jetzt trotzdem mal. So. Gucken wir auch das Gelände mal an, weil das ist ja jetzt hier nochmal
noch größer geworden. Hier am Strand direkt. Ja, schon cool. Ich glaube, das geht auch hier in der Länge und so wird es größer, oder? Ich meine, das, weil das Ding da war noch nicht hier. Hier, dieser Bogen hier und dass es bis hier rausgegangen ist. Ich glaube, also die Fläche, die halt verbaut wird, ist halt auch größer, schätze ich mal stark. Könnte sein, dass bei nächster Stufe hier noch ein bisschen gebaut wird. Also das Gebiet wird halt einfach größer auch. Ja, schon nicht schlecht eigentlich. Muss man ja mal so sagen. Sehr cool. Okay, gut. Aber wir machen jetzt erstmal die nächste Veranstaltung. Und da fahren wir einfach mal hier so. Natürlich, der Baum geht natürlich wieder nicht kaputt. Drei Brückenrundstrecke. Ja gut, dann machen wir den mal. Hallo Boss. Du hast jetzt genügend Routen abgesteckt, um eine Meisterschaft abzuhalten. Punkte werden für mehrere Rennen vergeben. Die Höchstpunktzahl gewinnt. Du weißt, was zu tun ist. Okay, das ist auch cool. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Und da machen wir AMG vs. M-Sport Race-Off. Was sind das für Dinger zugelassen? Ah, natürlich nur solche Fahrzeuge. Okay. Ja, dann machen wir das halt. Wenn die meinen, wir müssen das machen. Oder wir können natürlich auch Blaupausen machen, ne? Dann können wir auch mit unserer Z06 fahren. Aber das geht mir jetzt zu lang, weil wir sind eigentlich schon fast am Ende. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Da muss ich aber halt ins Fahrzeug dann wechseln. Ja, und jetzt hängt's. Hallo? Lal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 
So. Ja, nee, ist klar. Eine A-Klasse führt das Ganze an. Ja, Verkehr der Welt. Jo, der GTS räumt erstmal die A-Klasse weg, damit der M6 Freifahrt hat. Alles klar. Komm rum. Komm. Ja, so, man merkt auf jeden Fall im Vergleich zu vor ein paar Folgen noch, dass ich mit dem M4 deutlich besser jetzt klarkomme. Aber wie gesagt, es liegt daran, ich habe ihn jetzt auch noch mal ein bisschen besser eingestellt. Der geht jetzt schon ganz gut um die Ecken. Auch beim Rausbeschleunigen. Klar kommt ein bisschen der Arsch, aber man kann schon ganz gut aufs Gas gehen. Geht schon ganz gut ab hier. Okay, der M6 will es nochmal wissen. So. Auf geht's. Und da haben wir das Ding gewonnen. So sieht's nämlich aus. Wir haben bald keine blauen Bänder und Goldmedaillen mehr, Boss. Wie wär's mit einem feuchten Händedruck? Ich frage jetzt besser mal nicht nach, woher der die Hand feucht ist. Gut, da haben wir unsere ersten 20 Punkte. Nice. Oh, das sieht schon geil aus so in der Nacht, ne? Damn, sexy, würde ich sagen. Damn, sexy. So. Und wir kriegen noch mal ein paar Fans. Jawohl, ja. Ja, läuft. Wir kommen stetig ein wenig voran, würde ich sagen. Willkommen zurück, Boss. Sie nehmen noch an einer laufenden Meisterschaft teil. Soll ich eine Route zum nächsten Rennen festlegen? Nein. Anna, ich habe dich abgeschaltet. Also halt die Klappe. Ja gut, das soll's gewesen sein mit der Folge, mit dem heutigen Tag. Ich bin dann erstmal raus und dann geht's morgen weiter. Morgen werdet ihr auch wieder, ja, 2 bis 3 Folgen höchstwahrscheinlich zu sehen bekommen. Und ja, dann geht's hier weiter mit dieser Meisterschaft, mit unserem geilen, geilen, fetten Brummer, den wir einfach nicht loswerden, so wie es aussieht. Aber ich glaube, theoretisch könnte ich auch das Fahrzeug wechseln. Also vielleicht wechseln wir auch mal auf die, ja, SQP oder sowas. Können wir ja mal gucken. Ja, ich würde sagen, ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ciao!